Jetzt wünschen sich viele ein Leben in Fülle, in spiritueller Fülle, in materieller Fülle. Ist das möglich, ein Leben in spiritueller, materieller Fülle zu erreichen und gleichzeitig auch die Aufgabe, die wir haben, zu tun? Also, was meinst du, ist das Leben dafür da, dass wir ein gutes Leben haben? Oder müssen wir hier eine Arbeit verrichten? Oder geht beides oder ist das auch individuell? Ein gutes Leben will nur ein Ego haben. Bewusstsein interessiert sich nicht für ein gutes Leben, sondern für ein stimmiges Leben. Das kann ruhig unbequem sein, aber es ist schöpfungsgerecht. Und das Ego interessiert sich eigentlich für Schöpfungsgerechtigkeit so vielleicht möglicherweise eventuell ein bisschen am Rand. Eigentlich will es nur ein angenehmes Leben haben. Aber wenn wir vollkommenes ewiges Sein sind und kommen hier in eine unvollkommene Welt, dann ist es sicher nicht unsere Aufgabe, uns hier ein angenehmes Leben zu machen. Dann hätten wir zu Hause bleiben können, das wäre leichter gewesen. Also das ist nicht unsere Lebensabsicht hier. Und deswegen gehört es eben zum Erwachen zu erkennen, weshalb bin ich eigentlich hier? Welche Erfahrung will ich machen? Und die erste Erkenntnis ist, ja, ich bin ausschließlich hier, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich bin ganz bewusst eingetreten in die Begrenzung einer menschlichen Existenz. Aber nicht, um mich damit zu identifizieren und zu versuchen, die menschlichen Probleme zu lösen. Wir müssen uns einfach bewusst machen, solange ich in der Illusion lebe, ein Mensch zu sein, solange verursache ich mit dieser Illusion die ganzen menschlichen Probleme, die ich dann versuche zu lösen und es nicht ganz schaffe. Und dann mache ich die Erfahrung, scheinbar, das Leben ist nun mal ein Problem. Ist es nicht. Das Leben ist nur ein Problem in der Illusion. Und sobald ich bei Bewusstsein bin, verschwinden diese ganzen menschlichen Probleme aus dem Leben, weil sie keine Ursache mehr haben. Und dann wird die eigentliche Aufgabe sichtbar, die wesentliche Erfahrung, um die es geht. Und deswegen sage ich, das ist der Beginn des faszinierenden Abenteuers des wahren Lebens. Und das Dumme ist, die meisten Menschen wachen in diesem Leben gar nicht erst auf. Die verschlafen das ganze Leben und der Körper stirbt irgendwann und die gehen nach Hause und sagen, ja, aber ich habe ja gar nicht angefangen zu leben. Ich habe mich ja die ganze Zeit nur im Traum vorbereitet auf das Leben. Ja, sie haben sich nur vorbereitet, aber sie haben nie angefangen. Und deswegen ist für mich eben das Erwachen so wichtig, damit es endlich beginnen kann, das wahre Leben. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.